das komplette Aquadom des Lalandia in Sonderweg für euch in einem Video. Alle Rutschen, alle Becken, einfach wirklich alles. Und wenn ihr einen Bereich überspringen wollt, dann nutzt doch einfach die entsprechenden Kapitel. Wenn dir dieses Video gleich gefällt, dann abonniere doch unseren Kanal und drücke auf die Glocke, somit verpasst du zukünftig kein weiteres Video. Ich fange zunächst einmal an und zeige euch den Aquadom von außen. Der befindet sich halt direkt im selben Gebäude wie das Ferienparkzentrum des Lalandia in Sonderweg. Und hat ein kleines Außenbecken, das habt ihr ganz am Anfang gesehen. Und natürlich, und das ist das Spannendste wirklich, diesen Rutschenturm oder auch Tornadoturm. Da habt ihr einmal diese große Tornado-Rutsche, wo man mit bis zu 4 Leuten auf einer Luftmatratze runterfahren kann. Dann diesen Teppich-Racer, wo man halt auf einem Teppich auf dem Bauch liegend zu dritt nebeneinander um die Wette fahren kann. Dann natürlich die Double Slide und die Single Slide, wo man auf einem Einzel- oder Doppelreifen rutschen kann. Und das Ganze geht halt wirklich ab 1,20 Meter, je nachdem, welche Rutsche ihr da nehmt. Und ja, so geht's los. Hier geht's rein. Da ist direkt ein Shop, bevor es dann in den Aquadom reingeht. Ihr kommt in den Shop halt eben vom Ferienparkzentrum direkt. Gegenüber ist das Monkey Tonky Land. Und da geht es dann rein. Umkleiden oben für die Frauen, unten für die Herren. Und es gibt auch noch eine gemischte Umkleide, die ist direkt unten rechts. Ja, und so viel dazu. Jetzt viel Spaß. Der Aquadom hier in Lalandia im Sonderweg. Ich sitze gerade mal gemütlich am Pool. Und neben mir ist das Wellenbad, beziehungsweise auch die Rutsche, die große Reifenrutsche. Dann der Kinderbereich, hinten die Fressmeile und auch weitere Rutschen. Draußen gibt es noch einen kleinen Pool und da oben eine Sauna, da ist auch dann ab und an ein Ausguss. Der Außenbereich hier im Lalandia ist eher ein überdimensionaler Whirlpool, aber ohne Strudel, zumindest bisher. Nachfolgend zeige ich euch vom Aquadom des Lalandia Ferienparks in Sonderweg die Rutschen Tornado, Beach Racers und die Bunker Slides. Ja, so sieht es aus, wenn ihr unten ankommt bei den Beach Racers. Hier fahrt ihr mit bis zu 3 Personen parallel nebeneinander und schaut, wer als erstes unten ankommt. Das Ganze funktioniert auf einem Teppich, der vorne gebogen ist mit 2 Haltegriffen. Hier seht ihr mal, wie es runtergeht. Und also wie es hier unten ausläuft, und gleich im Folgenden zeige ich euch mal, wie ich gefahren bin, also on-ride mit Kamera auf diesem Beach Racer. Hier nochmal ein Blick, wie es unten auskommt, neben dem Quellenbad, und los geht's.
Die Tornado-Wasserrutsche könnt ihr im Lalandia Aquadom in Sonderweg mit bis zu 4 Personen befahren. Und das ist möglich ab einer Körpergröße von 1,20 Meter. Bei solch kleinen Kindern sollte natürlich ein Erwachsener dabei sein. Bei unserer 8-Jährigen war ich dabei. Sie hatte am Anfang, war sie doch sehr erstaunt, als es dann runterging und war ein wenig erschrocken, aber hinterher hatte sie einen Heidenspaß. Also es ist nur zu empfehlen. Aber schaut selbst. Ja, soweit die Eindrücke aus der Rutsche. Hier einmal noch die Außenaufnahmen. So könnt ihr euch einmal vorstellen, wie das Ganze auch ausschaut. Man fängt da oben an und dann geht es hier ungefähr 45 Grad runter in diesen Trichter hin und her und man läuft dann wieder aus ins Becken. Bunkerslides im Aquadom des Lalandia in Sonderweg, das sind Reifenrutschen, entweder Einzelreifen oder Doppelreifen, können mit Kindern ab einer Größe von 1,10 Meter oder halt eben auch mit Erwachsenen befahren werden. Und wir zeigen euch hier einmal die ganze Anlage sowie auch ein paar Fahrten on-ride, sprich die Kamera haben wir dann mit auf der Rutsche. In diesem Video zeigen wir euch die Wasserrutschen und den Wasserspielplatz für die kleinen Gäste im Aquadom des Lalandia in Sonderweg. Aqua Splash Playground. So heißt der riesige Wasserspielplatz im Aquadom des Lalandia in Sonderweg. Es heißt hier lustige Herausforderung: Wasser, Wasser und nochmals Wasser. Das sind die Schlüsselwörter für den riesigen Wasserspielplatz. In diesem Video zeigen wir euch den riesigen Wasserspielplatz Aqua Splash Playground. Einmal von der Perspektive eines Erwachsenen und dank unserer Tochter mit Kamera on-ride jede Rutsche, jede Treppe. Also bleibt einfach dran und ihr bekommt einen hervorragenden Eindruck von diesem riesigen Wasserspielplatz. Los geht's! Thank you.
In diesem Video zeigen wir euch das Juniorbecken und die Junior-Wasserrutschen im Aquadom des Ferienparks La Landia in Sonderweg. Und zwar einmal hier aus der Perspektive von außen und natürlich dank unserer Tochter Onride alle Rutschen und einmal quer durch das Becken. Also bleibt dran und freut euch auf die tollen Aufnahmen. Wir hoffen, unser Video hat dir gefallen. Abonniere doch einfach unseren Kanal, drücke auf die Glocke und du verpasst zukünftig kein weiteres Video mehr.